sie verdienen dämlich weiter und sie kassieren so viele Beträge, obwohl dieses Unternehmen eigentlich schon längst pleite ist. Und wieso existiert dieses Unternehmen TEPCO heute noch? Weil dieses TEPCO-Unternehmen heute noch von der Regierung, von den Ministerien so viel Steuergeld bekommen, Milliardenbeträge, immer wieder, um dieses Unternehmen zu retten und nicht pleite gehen lassen. Warum? Das ist auch ganz, ganz einfach, weil die größten Aktionäre von diesen Konzernen, wissen Sie wer? Das sind Großbanken. Diese japanischen Großbanken, die haben die meisten Aktien von diesen Konzernen, Stromkonzernen. Und wenn diese Stromkonzerne pleite gehen, dann sind diese Aktien ja nur Papier. Und das können sie sich, diese Großbanken, ja nicht erlauben. Und diese frechen Banken, sie drücken wiederum diese Staatsbeamten und Politiker, sie sollen Geld geben. Das heißt also Steuergelder. So funktioniert es. Und langsam kommen zumindest ein Teil von den japanischen Bürgern zu dieser Wahrheit, an diese Wahrheit heran. Und deswegen sind sie so wütend. Und nun aber, sie sind wie gesagt konfrontiert mit dieser Tatsache und nun, sie stellen immer stärker fest Folgendes. Das heißt also, es sind drei wichtige Gründe, wieso wir leider vor dieser großen Macht kraftlos stehen müssen. Das heißt also einmal die Tatsache, dass diese Konzerne, diese Ministerien und regierende Politiker alle unbedingt an ihrer Macht klammern und die haben alle Möglichkeiten, sie lassen einfach nicht an die Wahrheit heran. Das heißt also, diese Fukushima-Unfallstelle, die können nur betreten diejenigen, die praktisch Erlaubnis bekommen. Das heißt, neutralen Ärzte oder neutralen Leute, Wissenschaftler, die praktisch die Wahrheit wissen wollen, sie werden nicht zugelassen in die Gebäude. Also sie haben gar keine Möglichkeit, ganz neutral, wie diese Unfallstelle aussieht, wie diese Reaktoren heute innerlich aussieht, das können sie gar nicht feststellen. Das ist alles monopolisch unter der Kontrolle von diesen Unternehmen bzw. Regierenden Politikern und Ministerien. So, wir haben einfach keine Möglichkeit, gegen diese Machtgruppen heranzugehen. Das ist also eine. Und die zweite ist... Ich muss was fragen. Bitte. Wie ist das mit Ihrer Justiz eigentlich? Ja, ist korrumpiert. Alle unter dem selben Topf. Und die zweite Säule heißt es, die selber schuld sind die Japaner, muss ich sagen. Das ist die Mentalität von den Japanern. Ich glaube, in meinem letzten Vortrag auch erklärt, ziemlich ausführlich, glaube ich. Diese japanische Mentalität wurde festgemacht, und zwar seit Tokugawa Shogun-Dynastie. Das heißt, damals, Anfang 17. Jahrhundert, hat der japanische erste Shogun Tokugawa gegrübelt sozusagen, wie kann ich meine monopolische Macht über Japan für mich behalten. Dann hat er gedacht, am besten bringe ich oder am besten werde ich mein Volk unter Gehirnwäsche unterziehen. Das ist die beste Möglichkeit. Diese Gehirnwäsche wurde auf diese Weise gemacht, das heißt, Gehorsamkeit ist die beste Tugend. Das heißt, jeder vernünftige Japaner sollte ohne Wenn und Aber immer gehorsam bleiben dem Wort, das von oben kommt. Das heißt also mit anderen Worten, ein Junge muss immer hören, was sein älterer Bruder sagt, der ältere Bruder muss immer hören, was die Eltern sagen, so, immer so weiter. Ja? Und letztendlich, wie wird es in dieser Logik, das heißt letztendlich alle Japaner müssen folgen, was der Shogun sagt. Denn der Shogun
sitzt ja an der Spitze. So geht es. Und diese gezielte Gehirnwäsche wurde so perfekt gemacht während der Shogun-Ära von 260 Jahren. Und danach kam diese Welt der Eröffnung Japan sozusagen in die neue Zeit, also Kriegsjahre sozusagen. Dann haben wir Krieg gemacht mit Russland, Krieg gemacht mit China, Erster Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg. Und dann haben wir so viele junge Japaner verloren durch diese Sturzflug und so weiter und so fort. Aber diese Gehorsamkeit muss man immer verstehen als im Hintergrund, warum so geworden ist. Sie können sich vielleicht erinnern, als dieses Erdbeben kam und dann haben die Japaner plötzlich Häuser verloren, Familienmitglieder verloren, alles haben die hohen Wellen mitgeschleppt ins Meer. Einige Japaner sind zufällig doch auf dem Lande geblieben, sie haben überlebt, aber alles verloren, aber alles. Und trotz dieser großen Tragödie, Sie haben sicherlich gesehen im Fernsehen, sind die Japaner so artig geblieben, so ruhig, höflich, und sie sind an lange Schlangen gestanden, um ein Stückchen Brot oder Wasser zu bekommen. Ich habe im letzten Vortrag gemacht, einmal in Berlin, und dann hat eine Frau, nachdem ich in Japan schon längst zurück war, eine E-Mail geschrieben, und in der E-Mail schrieb sie, diese Frau, die meinen Vortrag in Berlin hörte: Herr Kobayashi, ich kann mich noch an Ihren Vortrag gut erinnern, was mich heute noch grübelt und was mich überhaupt nicht verständlich macht, was überhaupt die Japaner sind. Das ist die Tatsache, wenn solche Unfälle in Japan, solche Katastrophe in Deutschland entstanden wäre, dann sind alle Deutschen so wütend geworden, sie sind so aggressiv geworden, was die Deutschen dann vermutlich gemacht hätten, die sind gestürmt auf Politikerhäuser oder sie sind gestürmt auf Parlamentsgebäude und sie haben manche Verantwortlichen im Parlament in Deutschland tot geprügelt. Ich kann mir gut vorstellen, Herr Kobayashi, so würden die Deutschen heftig reagieren, weil diese Ungerechtigkeit dermaßen schlimm ist. Was tun die Japaner? Die tun doch gar nicht. Und das wundert mich. Das hat schon nach meinem Begriff mit Höflichkeit oder mit Freundlichkeit nichts zu tun. Und ich habe, als ich diese E-Mail las, dann habe ich gedacht, diese Frau hat recht. Aber dieses Benehmen von den Japanern kommt eben von dieser Gehirnwäsche. Das wollte ich Ihnen nur gesagt haben, weil es sehr wichtig ist. Und ich bin so froh, dass jetzt die Japaner, und zwar sehr viele junge Japaner, die kommen endlich von dieser Gehirnwäsche weg, langsam. Die jungen Japaner, Gott sei Dank, die fühlen sich viel freier. Sie kommunizieren mit Ausland und ich hoffe, dass diese jungen Leute endlich in Japan neue Zeit erschließen. Eine kurze Frage. Ist das Internet bei Ihnen noch komplett offen? Sehen Sie im Internet die Bilder? Gott sei Dank. Gott sei Dank, ja. Ja. Aber ich muss ganz offen sagen, es könnte so weit kommen, wenn ich so beobachte, die regierenden Leute im Ministerium, dass sie unter Umständen neue Regelungen schaffen. Das ist durchaus möglich. Denn diese regierenden Japaner und Konzerne, die haben jetzt groß Angst, weil diese Demonstration überhaupt nicht sich verkleinert, ist immer noch lebendig. Jede Woche 200.000 Leute gehen auf Straßen und diese Politiker und diese Verantwortlichen in den Konzernen, die haben sicherlich gedacht, naja,
vielleicht einige Male diese große Demonstration, sie werden aber langsam vergessen. So haben sie bestimmt gedacht, aber so ist es nicht gekommen. Wie geht die Polizei damit um? Ja, also die Polizisten, die einerseits, sie gehen natürlich nicht aggressiv um mit den demonstrierenden Leuten, aber genauso, sie sind so fest, sie haben so fest blockiert, sodass also die Demonstranten nicht näher rankommen können an die bestimmten Objekte. Ja, so sieht es aus. Auf jeden Fall. Ja, und dann die dritte sehr wichtige Säule, also ich habe gesagt, im Hintergrund die, sind die drei sehr wichtigen Gründe. Erstens diese Dreierbündnis, das alle Macht in sich hat und alles versucht zu verheimlichen. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund, diese japanische Mentalität hat bis jetzt so gewirkt, dass bei uns in Japan praktisch nichts passierte, aber Gott sei Dank, ich habe Ihnen ja erklärt, das kommt jetzt neue Welle. So, jetzt drittens, auch das ist der sehr wichtige Grund, das ist Amerikaner. Also die Amerikaner stecken so geschickt im Hintergrund. Aber auch in dieser Sache spielen Amerikaner sehr große Rolle, nämlich es ist so, dass genauso wie Deutschland wurde Japan damals nach dem Zweiten Weltkrieg besetzt von den Amerikanern. Der höchste Befehlshaber von USA war General MacArthur und der hat praktisch sofort nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges neues Gesetz in Kraft treten lassen in Japan durch die japanische Regierung. Und zwar die neues Gesetz heißt, alle japanischen Ärzte dürfen keinerlei Forschung treiben, und zwar an den verstrahlten japanischen Patienten. Die Amerikaner haben verboten, jegliche Art Forschung, medizinische Forschung, wissenschaftliche Forschung durchzuführen über das Thema Verstrahlung, atomare Strahlung. Wenn irgendein Arzt in Japan das tut, dann wird sofort ins Gefängnis gesteckt. Das war eine Drohung, aber Nummer eins. Aber die japanische Regierung war damals ja gar nicht, mussten alle Japaner praktisch hören, folgen, was Amerikaner sagen. So. Dann haben die Japaner, Amerikaner klipp und klar gesagt, nicht nur Forschung verboten, sondern sie dürfen keine Fotos, keine Dokumentation über medizinische Behandlung, therapeutische Behandlung, das dürfen Sie nicht als Vermerk oder Bemerkung in schriftlicher Form hinterlassen. Das dürfen Sie gar nicht. Deswegen bei uns in Japan, also viele Europäer wissen diese Wahrheit nicht. Das heißt also, wir haben kaum Dokumente, Beweismittel schriftlicher Art, und zwar die eigentlich stammen müssten während der ersten Zeitphase nach dieser Verstrahlung. Das ist sehr wichtig medizinisch. Da hätten die japanischen Ärzte alle Symptome an den verstrahlten Japanern fotografisch und schriftlich festlegen müssen, in schriftlicher Form. Das wollten sie machen, aber sie konnten das nicht, sie durften das nicht, weil die Amerikaner... Warum haben die Amerikaner das gemacht? Das ist ganz klar. Die Amerikaner haben kurz schon nach den Bombenattacken in Hiroshima und Nagasaki, die Amerikaner haben, wissen Sie, von oben alle fotografiert. Dann sind die Amerikaner sofort nach dem Zweiten Weltkrieg besichtigt, diese Hiroshima und Nagasaki. Sie haben diese Patienten besichtigt. Alle diese, dabei waren sehr viele amerikanische Ärzte, und die haben beobachtet und festgestellt, wenn all diese Symptome, diese Schäden veröffentlicht werden sollten in der Welt, dann werden die Amerikaner aber kritisiert. Warum?
weil was die Amerikaner gemacht haben mit Atombomben weit mehr ist, als was sie eigentlich als Mensch hätten machen sollen, selbst im Rahmen des Krieges. Das ist so unmenschlich. Ja, und das haben die Amerikaner selbst bewusst, und deswegen wollten die Amerikaner all diese schuldhaften Taten vertuschen in der Öffentlichkeit. Vor allem wollten die Amerikaner diese Wahrheit vor ihrem eigenen Volk vertuschen. Das war das. Das war der Grund. Und dieses neue Gesetz mit dem Verbot haben die Amerikaner 7 Jahre lang nach dem Zweiten Weltkrieg in Kraft gehalten. Und danach anschließend, was haben die Amerikaner gemacht? Sehr geschickt Folgendes gemacht. Sie haben all diesen japanischen Ärzte angesprochen mit dem Bonbon. Das heißt, wir können euch all finanziell helfen. Ihr sollt sogenanntes Ärzteverband bei uns gründen in Japan. Das ist sogenannt heute auch bekannt. Japanischer Ärzteverbund heißt es. Und dieser Ärzteverbund ist nichts anderes als ein Tauschgeschäft mit den Amerikanern und mit den japanischen Regierungen. Das heißt, die Amerikaner und die japanischen regierenden Politiker, die sind nichts anderes als Puppen von den Amerikanern. Und diese beiden wollten weiterhin, auch nach diesen 7 Jahren, diese Forschung, Untersuchungen verbieten. Und sie wollten das Ziel erreichen, dass bei uns die jungen japanischen Medizinstudenten, dass sie als Forschungsfach nicht Atomphysik lernen sollten. Und bei uns in Japan, deswegen die alle jungen Ärzte in Japan, sie können keinen japanischen Arzt finden, der etwas weiß von atomaren Schäden, weil sie gar nicht studiert haben. Bei uns gibt es ja kaum im Grunde Fachärzte, die wirklich intensiv beschäftigt gewesen sind als Fachwissenschaftler und sehr gut informiert sind über diese atomaren Schäden. So ist es. Und dafür, das heißt also, diese Amerikaner und die japanischen Politiker haben damals gesagt, nach diesen 7 Jahren Frist, ja, ihr dürft weiterhin nicht Atomsachen forschen, okay? Aber dafür kriegt ihr alle Unterstützungen, finanzielle Unterstützungen und so weiter und Sonderrechte für die japanischen Ärzte. Also bei uns in Japan sind Ärzte, kriegen Ärzte sehr viele verschiedene staatliche Unterstützungen seit dieser bestimmten Vereinbarung. Und heute sind auch noch fast alle japanischen Ärzte leider korrumpiert und sie hören genau zu, was diese regierenden Japaner sagen. Und sie machen Folgendes, wie gesagt, in Fukushima, also alle Ärzte in Fukushima, wenn diese Mütter mit ihren Kindern oder Väter mit ihren Kindern kommen, untersuchen sie bitte unsere Kinder, dann sagen sie, ja, vielleicht untersuchen sie einmal, aber sie berichten überhaupt nicht vom Ergebnis dieser Untersuchung. Und dann sagen sie, und dann fragen diese Eltern, ja, also wir möchten schon wissen, was das Ergebnis der Untersuchung war. Dann sagen die Ärzte, tut mir leid, wir sind vom Staat, Vaterstaat, strengstens gebeten, dass wir als Ärzte von diesem Ergebnis nicht unterrichten sollen. Fertig. Und wenn die Eltern sagen, ja, wann sollten wir dann nochmal unsere Kinder bringen, um wieder untersuchen zu lassen? Dann sagen sie, vielleicht nach 1,5 Jahren. Und die japanischen Eltern fragen vielleicht, ja, wie ungefährlich überhaupt diese Strahlung? Dann sagen die japanischen Ärzte, ja, also wir können euch sagen, 100 Millisievert pro Jahr, bis dahin überhaupt gar keine Gefahr. Und das ist natürlich glatte Lüge. Denn Gott sei Dank, die deutschen Ärzte sind nach Japan gekommen im Sommer. Sie wissen vielleicht, dass die deutschen Ärzte von der sogenannten IPBNW Deutschland,
Die sind international die stärksten Ärztegruppe, die wirklich konsequenterweise gegen Atomkraft und Atomwaffen kämpfen. Da schätze ich wirklich die deutschen Ärzte. Und diese deutschen Ärzte haben Krach gemacht in Japan, in diesem Sommer. Und zwar, sie haben appelliert, die japanischen Kollegen, ihr sollt doch wirklich gewissenhaft in Japan arbeiten. Und dann haben die japanischen Ärzte kein Wort gefunden. Sie sind nur still geblieben. Aber Gott sei Dank, diese deutschen Ärzte sind von Hiroshima dann weiter nach Tokio gereist und wir haben, und ich habe gewirkt als Dolmetscher mit, deswegen ich habe alles miterlebt. Und an diesem Symposium, da haben schon einige japanischen Ärzte mit teilgenommen. Und diese japanischen Ärzte haben aber dafür teuer zahlen müssen. Das heißt, dass diese japanischen Ärzte diesen Ärzte Verbund endgültig verlassen mussten. Also sie sind isoliert worden, weil sie in Öffentlichkeit klar sich geäußert haben gegen Atomkraft und deswegen sind diese japanischen Ärzte, das ist also eigentlich Bruchteil von allen japanischen Ärzten, aber die haben gesagt, aus unseren gewissenhaften Überzeugungen möchte ich nicht mit euch so weiterfahren. Also ich möchte als gewissenhafter Arzt bleiben und ich möchte Leute in Fukushima retten. Und so, diese japanischen Ärzte, die sind zum gemeinsamen Symposium mit den deutschen Ärzten gekommen in Tokio und ich war auch mit als Dolmetscher dabei und diese japanischen Ärzte haben ganz klar gesagt, und auch die deutschen Ärzte natürlich auch, vor allem die deutschen Ärzte, dass in Fukushima lebende ca. 300.000 Kinder, ich muss weinen, mit großer Wahrscheinlichkeit 40%, unter Umständen 50% werden sehr früh sterben. Wahrscheinlich innerhalb von 15 Jahren. Und diese verbrecherischen Machthaber denken innerlich. Diese Zeit, die kommenden Jahre, wollen wir sozusagen unbedingt unsere Macht behalten und wir wollen alles vertuschen. Wenn 5 Jahre, 6 Jahre vergehen und wenn diese Kinder krank werden oder sterben, was soll das? Das interessiert mich nicht. Ich bin dann schon pensioniert und ich lebe ein gutes Leben, so ungefähr. Das ist so eindeutig. Das ist die Wahrheit in Japan. Und ich versuche meine ganze Kraft einzusetzen dafür, dass ich Ihnen allen erklären möchte, dass heute diese Atomtechnik dermaßen Problem bereitet, auch selbst in Europa. Sie wissen vielleicht nicht, ich habe von mehreren Untersuchungskanälen festgestellt, dass beispielsweise in Frankreich ohnehin 58 Reaktoren, das ist also Katastrophe, und zum Beispiel in der Ark, da gibt es ja sehr, sehr große, eine der größten Uranaufarbeitungsanlagen. Und wenn da mit dieser französischen Anlage an Normandie Explosion bekommt, wissen Sie, da dort gelagerte radioaktive Substanzen als Menge, als solches, viel, vielfach mehr als Fukushima oder in Tschernobyl, weil sie ja damit echt Geschäft machen, denn die Franzosen ja sammeln ja von allen Stellen einmal gebrauchte Brennstäbe, und sie machen ja daraus diese sogenannte MOX,
diese schmutzige Brennstäbe wieder und sie verkaufen wieder diese. Die Japaner schicken ja auch ihre verbrauchte Brennstäbe nach Frankreich und sie bekommen wieder diese verarbeitete neue Brennstäbe. Und diese ständig gelagerte Menge, radioaktive Menge, beispielsweise in La Hague, in dieser Uranaufarbeitungsanlagen, wenn da eine Explosion passiert, wissen Sie, vom Volumen her, das ist erheblich größere Explosion und damit erheblich größere Verseuchung und damit, wenn so eine Explosion in Frankreich einmal passiert, schon Europa unbewohnbar. Das ganze Europa wird unbewohnbar. So schlimm ist es. Und heute dieses Problem mit Atomkraftwerken, also viele Leute haben früher gesagt, ja, Atomwaffen tun ja guten Dienst, denn diese Atomwaffen gelten als Abschreckung und dadurch können wir friedlich leben. Ich muss hier zeigen, denn es ist ja so, heute, wenn eine große Explosion passiert bei irgendeinem Atomkraftwerk, dann ist es genauso wie ein Atomkrieg. Das als Endeffekt gleiches Resultat. Und ich verstehe das nicht, dass die Leute sagen, ja, Atomwaffen gelten als friedliche Waffe, damit als Abschreckung und damit leben wir im Frieden. Ja, dann was ist mit den Atomkraftwerken, die immer mehr zunehmend gebaut werden in der Welt? Also es ist höchste Zeit, wir müssen wirklich weltweit zusammenarbeiten, wir müssen viel enger und effektiver zusammenarbeiten und dafür bin ich hier in Deutschland diesmal und ich mache Vorträge vor allen bekannten deutschen Ärzten in Berlin, IPPNB in Berlin mache ich Vortrag, in Bremen, in Frankfurt, in Bielefeld, da mache ich Vortrag vor allen deutschen Ärzten, aber auch bei technischen Hochschulen in Karlsruhe, in Berlin mache ich vor den jungen deutschen Atomphysik-Studierenden, Studenten mache ich auch Vortrag und ich möchte dringend all diese Leute appellieren. Also wir müssen irgendwas unternehmen gegen diese internationale Mafias, Verbrecherbände. Ich kann nicht anders ausdrücken. Vielen herzlichen Dank. Fragen vielleicht zu einzelnen Aspekten dazu?